Herzlich willkommen zurück zur 85. Folge meines State of Decay 2 Projektes hier in der Todeszone. Ich bin euer Palzi. Ich werde auch in dieser Aufnahme immer wieder Pausen machen, um zu Spots zu kommen. Unser Garten braucht noch 37 Sekunden, von daher fahre ich mit euch gemeinsam an den Spot. Inzwischen, ich habe gerade wieder angeschaltet, haben wir auch eine Zombie-Bedrohung in ein paar Minuten. Aber einen solchen Herz sollten wir auf jeden Fall noch looten können. Die Gefährlichkeit hier ist inzwischen massivst reduziert, dadurch, dass wir die Seuchenherzen alle aus dem Spiel genommen haben. Oh, das war jetzt vielleicht nicht ganz so gut, aber es ging noch gut. Das war die Story-Mission. Ich aktiviere jetzt hier die Zombie-Bedrohung. Hier sind wohl auf jeden Fall welche drin. Ich möchte auch spielen. Oder auch nicht. Ja gut. Da sie aber aus dem Fenster hier rausgesprungen ist, können wir jetzt ja in aller Seelenruhe hier rein. That's pretty heavy. Das Zeug greifen. Und wieder verschwinden. Ich fahre kurz zum Außenposten, schmeiße Zeug rein, wollte ich gerade sagen, aber schaffen wir es noch ein weiteres Seuchenherz zu looten? Ich möchte eigentlich schon, dass der Kofferraum voll ist, das müsste gehen, wenn wir das hier nehmen. Ich bleibe jetzt auch drauf, ganz kurz, nein, ich pausiere. So, da bin ich wieder, ja, runter auf 6:20 der Timer. Aber ich denke, das sollte trotzdem reichen. Unter Umständen können wir sogar cheesen, wenn wir von hier an das Seuchenherz rankommen. Ja. That's almost as much as I can carry. Und das bringe ich jetzt nicht mal mehr in den Außenposten. Und ich laufe jetzt zum Auto und fahre direkt zurück zur Zombie-Bedrohung und melde mich dann, wenn ich mit dem Auto wieder an der Basis bin. Bis gleich. Ja, da sind wir auch an der Basis jetzt angekommen. Können das dann reinwerfen. Da können wir mal gucken. Braucht er Sprit? Nö, braucht er nicht. Können wir also auch transferieren. Auf dem Rücken haben wir Medikamente. Medikamente habe ich, ups, habe ich gesagt, will ich ins Blutmobil packen, zusammen mit Lebensmitteln. Denn aktuell haben wir da genug. Materialien und Treibstoff. Können wir beides reinwerfen? Was habe ich denn? I hope everyone's ready for a long fight. So. How's it going? Wir haben alle wieder auf Heldenstatus. Ja, das heißt, das hier ist ganz egal. Dir kann ich schon mal deine Standardwumme wiedergeben. Was hast denn du, Cake? Du hattest, glaube ich, immer die HP. Nimm hin. That screaming means we're under attack. Muni, die brauchst du nicht. Feuer für den Fall der Fälle und ein paar Granaten noch. Let's burn these motherfuckers down. Und diese übliche Strategie, ich hatte es irgendwie erwähnt,
Lass die anderen das da sichern. Da schießen sie auch vom Turm aus runter. Ich bleibe hier und alles, was von hier kommt. Türtrick primär. Ist auch nur eine kurze Belagerung jetzt hier. Ja, der kommt schon. Und den Rest müssen sie eigentlich... Ja, da ist ein Behelmter dabei. Da haben wir mal ein bisschen Probleme mit. So, das war die Zombie-Bedrohung. Plague Bloater? Wo? Okay. I think we can all breathe now. Thank goodness. 230 klingt mir so wenig. Dann schmeißen wir hier mal wieder an. Und hier ist noch ein Nachzügler. Der die Schwertbehandlung möchte. Gut, what's next? Natürlich warten, das ist das eine. Und ich fahre wieder runter zum Looten und melde mich dann, wenn ich am Spot bin. Bis gleich. So, ich bin am Spot. Die nächste Baumeister-Quest ist auch aufgepoppt. Oh, sie hat keine Verstohlenheit. Aber hier können wir vielleicht wieder cheesen. Hervorragend. Sehr schön. Ja, Baumeister-Quest, der Ruf wurde erwidert. Ich möchte aber jetzt hier die zwei Seuchenherzen noch zu Ende looten, dass ich nicht mehr nach Sawyer's Crossing runter muss. Ich bringe das jetzt hier in den Außenposten und melde mich dann, wenn ich an einem der beiden Seuchenherzen bin. Bis gleich. Ich bin am Spot. Der gute Vlad dampft etwas, weil ein paar Zombies mit ihm spielen wollen, aber Vlad war nicht in Stimmung. So, das wäre auch leer. Gleiches Spielchen. Ich lade das wieder ab im Außenposten, fahre dann zum letzten und danach geht's dann auch zurück in Richtung Basis. Bis gleich. Und weiter geht's. Bin am Spot. Da waren zwei, drei Zombies und eine Dackelbande, aber die Dackelbande, das hat Vlad geregelt wie immer. Her mit dem Kram. Da ich Vlad gerade komplett gefüttert habe, habe ich jetzt hier einen weiteren Slot. Das heißt, hock dich mal... Oh, nein! Den Bug hatten wir ja schon mal. Nur, dass es da Marsch war. Bedien dich da erstmal, dass die Wunden weg sind. Ja, ich fahre zum Außenposten hoch, leere das Inventar, wechsle den Charakter und dann würde ich das Seuchenherz dann noch mitnehmen auf dem Heimweg. Der Händler interessiert mich nicht wirklich. Ja, wie gesagt, ich fahre hoch, wechsle Charakter, melde mich, wenn ich dann da bin. Bis dann. Ich bin am Spot. Hier ist das Seuchenherz. Her mit dem Zeugs. Holy hell, that's heavy. Und dann ab zur Basis. Ich melde mich dann gleich, wenn ich an der Basis bin. So, ich bin an der Basis. Das Zeug können wir transferieren. So, wir haben Lebensmittel am Mann.
Wie sieht das aus? Können wir aber reinpacken. Hey, I made it back with plenty of stuff. Fuel mit Sicherheit auch. Was hatten wir jetzt noch? Munition und... Ne, die müssen wir in Offside tun. So, Vlad kriegt aber gleich wieder einen Treibstoff. Munition haben wir gesagt, wollen wir in den Kofferraum packen. Und Medikamente ins Blutmobil. Vlad gerne komplett reparieren jetzt. Und gleich wieder eins rein. So. Hey, ever wonder what we actually taste like to zombies? So, dann kriegt er wieder eine Wumme. Ihr seht das mit den Wummen, dadurch, dass ich jetzt die Playcards loote, da sind wir jenseits von Gut und Böse. Wir haben da jetzt genug an Knarren. Ich habe sogar teilweise zwischendurch schon wieder ein bisschen was gesalvaged, um ein bisschen Übersicht reinzubekommen. Hier die Dillinger zum Beispiel, die wäre doppelt, die rüste ich gerade mal aus. Mündungsbremse ab. Wieder rein ins Inventar und dann weg damit. Gut, aber zurück zum Thema Baumeister, Ruf wurde erwidert. So. Man could get used to having friends like these. Fremde sind in deinem Zuhause aufgetaucht, sprich mit Peter und finde heraus, was seine Gruppe will. Oh, Moment, kurze Störung hier. So, wieder da. Fremde sind aufgetaucht, sprich mit Peter und finde heraus, was seine Gruppe will. Na, dann komm mal her, Peter. Und wo ist deine Gruppe? Nee, du sollst da mal hochklettern. Ich will gucken, wo seine Gruppe ist. Okay. Vielleicht ist Peter auch mit sich und, ja, keine Ahnung, seinem unsichtbaren Häschen unterwegs. Wir brauchen ein neues Zuhause. Eure Basis schaut sehr nett aus und wir würden gerne mitmachen. Wir alle. Ja, bei deinen Freunden bin ich mir nicht... Ich sehe deine Freunde nicht mehr. Was kann Peter denn? Peter ist prinzipiell völlig okay. Also untrainiert, komplett, aber nichts zu erkennen, was mich auf den ersten Blick stören würde. Ja, ich gucke wieder nach Sternchen, ich weiß. Läuft in der Basis noch alles? Ja. Was mich irgendwie stören würde und, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir ein Gartenbuch? Ja, also Peter könnte man zum Beispiel Gartenbau lernen lassen, dann könnten wir hier den kleinen Garten auch noch bewirtschaften, denn für Erträge verbessern um 50% bräuchte man Gartenbau. Im Moment produziert das Ding 2 Lebensmittel. Wenn man dann Erträge verbessern macht, wären das sogar 3. Das heißt, wir hätten plus 2 insgesamt und könnten ihn auf jeden Fall problemlos mit durchfüttern. Wären bei plus minus 0. Auch die Betten haben wir. Wir haben immer noch 4 Betten. 2 von der Lounge, 4 vom Außenposten und 4 hier von den Kojen. Wo kommen denn die restlichen 2 her? Ach so, von unseren Nachbarn, die Enklave, die wir ganz am Anfang kennengelernt hatten mit Bed and Breakfast. Das heißt, das wäre überhaupt kein Ding. Was mich jetzt stört, ist, dass ich seine Freunde nicht sehe, um die
mal zu begutachten. Ich gucke jetzt nochmal rum, ob die hier irgendwo in der Gegend stehen. Also normalerweise würde ich sagen, ja, Peter ist okay. Würde mir gern seine Freunde auch noch angucken. Peter werde ich auch auf jeden Fall aufnehmen mit genau der Strategie, die ich gesagt habe eben. Bei seinen Freunden würde ich gerne erst gucken. Das da hinten ist ein Zombie, oder ist das irgendwas anderes? Ne, ja, das ist ein Zombie da hinten vor der Taverne. Ich könnte jetzt ist Strom aus. Basis. Strom wieder an. Ich könnte jetzt alle drei aufnehmen, gucken und sie dann rauswerfen. Ja, ist halt assi. Sag ich dazu. Mache ich das trotzdem? Bin ich ein Aalloch? Gute Frage. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal nur Peter auf. Seine Gruppe heißt die Langstreckenspezialisten. Wie gesagt, wenn ich die Freunde sehen würde, würde ich sie alle drei aufnehmen. Wir haben genügend Betten. Das mit den Lebensmitteln ist auch kein Thema, weil wir kurz vor Ende der Kampagne hier sind. Doc, I don't know. Oh, jetzt müssen wir ihn besprechen. Das ist keine einfache Entscheidung. Also er sagt, keine einfache Entscheidung, aber ich brauche einen sicheren Platz. Gib mir etwas zum Entspannen, dann mache ich mit. Bourbon, Wein, Bier, selbst ein Krug mit Ethanol wäre in Ordnung. So. Das heißt, wir gehen mal gucken. Haben einen Krug mit Ethanol, hätten wir auch den Handelsgegenstand hätten wir, haben wir nicht. Also er scheint irgendwie ein Alkoholproblem zu haben. Da. Now just what do you think you're doing? Oh, come on now. I'm damn sorry about this. So, Peter, herzlich willkommen. Wer immer da geredet hat. Vielleicht hätte ich sie auch einfach alle aufnehmen sollen. But we can't take in everyone who shows up. We'll have to make some tough decisions. I think this decision is a little too big for me to make. Ein paar gewalttätige Fremde sind aufgetaucht. Okay. Auf Gewalt stehe ich ja gar nicht. Da will ich mich mal ein bisschen besser ausrüsten gerade. Gib mir mal ein bisschen Muni für die Knarre hier. Ja, und das müssen wir definitiv auch machen. Ich baue jetzt noch einen Satz mit Benzinbomben. Werde dann den Mod hier deinstallieren und die Presse für schwere, also für Gewehre installieren. So. Was kann da schief gehen? Gib mir mal aufgeblähten Granaten. Nicht so viele. Drei sollten reichen. Ein Seuchenheilmittel, falls ich mich damit selber anstecke. Und. Gib mir mal das Gartenbuch, dann will ich den Peter jetzt finde, dann lasse ich ihn auch gleich Gärtnern lernen. Wo ist denn der hingelaufen? Das ist nicht Peter, das auch nicht. Hier. Oder?
Oh yeah, I'm the man. Time for me to get back out there. Dahin. Hat irgendjemand was abgekriegt? Nee. Wer war das, der da gerade reingelaufen ist? We got a special juggernaut here. Wo ist denn der? Das ist Eis. Kommst du bitte mal rein da? Achso, du bist von den Fremden. Na gut, Typhoid Mary. Von Die Pächter. Eure Basis sieht großartig aus und ich brauche eine Unterkunft. Aber lass Matthew nicht rein. Du würdest es bereuen. Okay. Take it easy. Was ist Matthew für einer? Geräuschdämpfung. Ist natürlich eigentlich interessant. Und du bist? Kräuterkunde, also Kräuterkunde ist eine der beiden Spezialisierungen von Gartenbau. Das eine ist Ackerbau und das andere Kräuterkunde. Nehmen wir jemanden auf, der mit sowas ankommt. Betten haben wir genug. Wie gesagt, die Versorgung ist auch kein Problem, weil wir am Ende der Kampagne eigentlich sind. Lad derweil mal die Waffe nach, während ich hier nachdenke. Würdet ihr jemanden aufnehmen, der mit einer Gruppe ankommt, also zwei Personen in dem Fall Gruppe, und sagt, hey, nimm mich auf, aber bloß nicht den anderen, du würdest es bereuen. Was sagt er denn? Typhoid Mary lügt. Ich finde, eure Basis ist der Hammer und ich werde alles tun, um sie noch besser zu machen. Dadurch wird Mary feindselig. Und hier Matthew wird feindselig. Also wir haben beide Optionen. Wir kriegen auf jeden Fall einen feindseligen. Das heißt, ich muss zum Flitzen bereit sein, damit die anderen regeln. Peter will ich zum Gärtner machen, den brauchen wir nicht. Geräuschdämpfung ist nicht so stark, als dass man das unbedingt haben müsste. Da hinten kommt eine Horde, ich sollte mich langsam mal entscheiden. Aber wenn da jemand kommt und sowas loslässt, Typhoid, dann ist es Matthew. I appreciate you taking a chance on me. Don't worry, I'll pull my weight. You ready to die? Good! Ich versuche jetzt einen Winkel zu bekommen, um sie einfach mit einer Bloater-Gas-Granate zu töten. So now we're treating people like Zeds. There's a guest here. You should talk to him. Weitere fremde Person.
Ja, unter Umständen kommt diese weitere fremde Person gar nicht, ne? Wir wollen mit Travis reden. Da ist jetzt eine. Okay. Peter, ist das Peter? Ja, hier, Peter, Überlebendeninventar. Nimm das Ding da mal. Lerne das. I guess book learning can be useful after all. Jetzt hat er Gartenbau. Das heißt, wir können jetzt das da machen. Außerdem haben wir Neulinge. Das heißt, wir können das da machen. Gucken uns mal Peter an. Reitlehrer, hat sein Handy behalten, hat das Gärtnern gelernt. Wäre auch ein Baumeister. Also, ich sehe nichts Negatives hier bei ihm. Deshalb war die Entscheidung wohl gut. Und dann haben wir hier Matthew. Podcaster, hat das Radfahren geliebt, fühlt sich unwohl auf Partys. Minus 4 Zombie-Bedrohung. Ja, also, ich würde sagen, wir haben da die richtige Entscheidung getroffen. So, dann aber hier mal reparieren. Das können wir erstmal am Mann behalten, soweit. Wenn die Ärger mitgebracht hat. Travis. Das ist die beste Basis, die ich je gesehen habe. Ich kann es wieder nicht lesen, weil... Kann ich die aktiven Kopfgelder eigentlich... Den er hat deaktivieren. Müsste ja eigentlich hier sein. Nee. Leider nicht. Jedenfalls sehe ich es nicht. Adios. Vielleicht kriege ich irgendwie einen Winkel hin. Aber ich habe viele Talente. Wenn ihr mich aufnehmt, können wir sie noch besser machen. Okay. Was hat er? Er ist auch leeres Blatt. Wir sind inzwischen 10 Leute. Und ich finde, es reicht langsam. Das ist... Ja. Travis Palomino. Ja, wir sind am Ende des Spiels. Wir können das alles stemmen. Könnte auch den Garten noch eine Stufe aufwerten. Jetzt, wo wir
Ach ne, dazu brauchen wir Wissen über Ackerbau. Okay, das geht nicht mehr. Aktuell 3 Lebensmittel. Ich könnte aber noch einen Außenposten aufwerten. Den Value Wagon. Dann würden wir bei minus 2 bleiben. Einfluss haben wir genug. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe Samarita komplett. Wahrscheinlich würden 80% aller Leute jetzt Nee sagen. Aber der Palzi wertet den Außenposten auf und nimmt Travis auch noch auf. Und damit ist die Quest beendet. Ich wechsle jetzt ganz schnell, bevor ich die Folge beende, noch Charakter. Und zwar fangen wir an mit... Wo ist denn Peter jetzt? Da. Fangen wir an mit Peter. Dass wir die ausrüsten. Und... Na, Peter Stuck? Nee. Und in Anbetracht der Tatsache, ja, die halbe Stunde haben wir erreicht. Das heißt, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Nächste Folge wird dann definitiv die letzte werden. Haut rein. Achso, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Ansonsten haut rein, euer Palzi.